Wie ich einfach nach jeder Fahrt auf die, wie heißt das? Wie heißt das Ding hier, was wir benutzen? Karte. Da kriege ich voll den Feuer ab. So, einmal schnell durchhuscheln. Zack, bumm. So, jetzt muss ich wirklich auf die Karte gucken. Jetzt bin ich nämlich hier rüber ge... Also, bin ich... Wo bin ich? Hier rüber gefahren. Jetzt müsste ich eigentlich hier einmal 180 Grad... Dann kann ich... Dann könnte ich... Also, ich bin hier rüber gefahren. Okay, ich glaube, hiermit sollen wir nicht fahren, sondern wir müssen mal gucken, was unten rechts ist. Aua, aua, aua. Mal kurz heilen. Jetzt kommen wir hier rüber. Jetzt muss ich mal in den Norden gucken. Wenn jetzt im Norden nichts ist, ne, dann ist da nämlich nichts. Ah, hier ist ein Baumstämmchen. Den können wir nämlich kaputt machen. Und dann können wir jetzt auf die andere Insel. Während wir auf die andere Insel laufen, können wir erstmal gucken, wo ich bin. Bin ich hier. Also einmal komplett rüber. Bin ausgewichen. Ihr habt es alle gesehen. So, und jetzt müsste ich da an. Ja, da ist es doch. Gib mir deine Kraft. Es wird laut. Au, schon wieder so laut. Okay. Jetzt laufe ich schneller, ne? Schön, kann man es gebrauchen? Ja, soll ich jetzt hier noch den Baum suchen? Also, auf welchen Inseln waren wir denn da? Waren wir auf der Insel? Ich vermute mal. Gibt es hier Bäume? Gibt es wirklich in jedem Ding Bäume? Also, wir sind hier, dann sind wir schon hier. Hier sind wir, dann sind wir hier rüber, da. Zack, zack, dann sind wir hier, da. Ansonsten sind wir... Okay, hier wären wir nur wieder zurückgekommen. Aber bin ich diesen Weg gefahren? Eigentlich ja nicht, oder? Erstmal anders hinsetzen. Jetzt kann ich die Frage nochmal stellen. Eigentlich nicht. Eine tolle Frage. Fahren wir jetzt einfach mal diesen Weg zurück. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir da schon mal lang geheinigt sind. So, jetzt macht er eine Explosion hier. Ja, ich gehe einfach hier außen rum. Haha, ich habe den Baum ausgetrickst. Ich bin schlauer als ein Baum. Hui. So. Und jetzt fahren wir nämlich einfach mit unserem kleinen Schiffchen. Ich meine, das wäre echt super, wenn wir noch ein, ne? Einen so einen Apfel finden für mehr Leben. Nee, ich glaube nicht, dass ich da schon lang gefahren bin. Oh, bitte lass hier ein Baum sein mit Apfel. Baum mit Apfel? Oh Mann. Scheint nur ein abgekürzter Rückweg zu sein, leider. Ja, ist nur ein abgekürzter Rückweg, schade. Na gut, dann gehen wir mal nach Gingingugab. Gibgab, gibbeligub. Ja. Fühlen wir uns jetzt bereit? Kriminieren. Fühlen wir uns jetzt bereit, den Endgegner da oben zu besiegen? Oder soll ich noch weiter? Von dem Eisding habe ich Schiss. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil die ganzen Intros, ja, wie gesagt. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay, ich würde einfach mal sagen, da unten leuchtet ein Pfeil. Ja, oder? Ah, ich bin so unentschlossen. Mann, was soll ich denn jetzt tun? Einfach weiter hier im Kreis laufen und warten, bis das Spiel vorbei ist. Ich bin ja echt geprägt von diesen Endgegnern da oben, ne? Aber wir haben jetzt mehr Heilen.
Was super ist. Wir haben so einen Speer, wir können schneller laufen. Ich meine, wir können es ja einfach einmal versuchen. Ja, komm, wir versuchen es jetzt. Ist nicht mehr lange herumgestottert. Versuchen? Nee, jetzt kriegen wir das hin. Jetzt schaffen wir das. Ich mach das jetzt. Ich zieh das jetzt voll durch. Ich bin jetzt voll mutig. Wir gehen wieder zum Gott des Chaoses oder den Chimären des Chaos. Weil gibt's ja nicht wirklich. Ja, es gibt's hier Götter? Ich meine, das sind ja alles Riesen. Einfach mal da reinrollen. Okay, kein Zurück mehr. Gibt's da nicht einen Zurück? Komm ich. Hack. Komm ich. Run Hackliels. Ja. Erwileika og Lundroda. Hack. Hackalatz. Hack. Yggdrasil. So, einmal schnell heilen, dann ist alles wieder da. Okay. Ich dachte, ich krieg drei. Okay, ich habe nur zwei Heildinger. Drei Heildinger. Egal. So. Oh Mann, Alter, ich will nicht. Ich kann mich doch noch so genau an den erinnern. Oh, ich will nicht. Oh nein. Warum zwingt ihr mich? Ich will das doch gar nicht. Nein. Bitte. Nein. Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein. Okay. Auf ein neues. Oh, ich hab so Schiss wieder vor denen, ey. Einfach erstmal nur auf die Füße kloppen. Seinen komischen Blitzdingern ausweichen. Und weiter auf die Füße kloppen. Bis jetzt läuft's ja gut. Jetzt habe ich noch keinen Damage bekommen. Jetzt habe ich Damage bekommen. So, einfach weiter. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Das ist echt ein Traum an Gefühlen. Okay, erstmal wieder wie ein Heini hier rumlaufen. Das war so klar. Warum war sein scheiß Fuß im Weg? Lass mir Ruhe, Blitze. Alter, ey, wirklich. Jetzt macht er diese Technik. Ja, wie gesagt, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Man merkt es. Ein Traum an Gefühlen. Also, diese Blitzdinger hier, ne? Dass ich die nicht ausschalten kann, ist auch echt nervig. Ich würde mich freuen, wenn du dich in zwei Heinis jetzt... Ach, gut, eigentlich freuen ist natürlich... Naja. Alter, das gibt das nicht, ne? Wir versuchen es dreimal. Wenn es dann immer noch nicht geklappt hat, dann... Sag mal, was ist denn da los? Wir haben ja noch nicht mal Zeit zum Ausweichen. Das Mobbing ist das. Das ist konsequentes Mobbing ist das. Darf ich mir nicht gefallen lassen. Schön, dass ich jetzt schon kein Leben habe und der hat noch nicht mal die Hälfte des Lebens abgezogen. Kann ich ja schon mal wechseln. Mach jetzt schnell laufen rein hier, so. Ich darf nicht immer in seinen Füßen festhängen. So, wo bist denn du jetzt? Ah, da schon wieder. Was willst du denn da? Da gibt's doch nix. Das hat der Hund begraben. Ich habe kaum Leben mehr. Komm, weil ich die ganze Zeit an diesen Blitzdingern hier kämpfen muss. Müsste rein theoretisch das Ding hier komplett ignorieren. So. Scheiß Vieh. Okay. Okay, das war schon mal eine Technik, die war... Okay, ich habe kein Leben mehr. Ich töte mich jetzt, weil das ist sinnlos, so das jetzt noch zu probieren. So, einmal versuchen wir es noch. Und wenn ich mich jetzt nicht von 25 Blitzen hintereinander treffen lasse, dann schaffen wir das auch. Jetzt ist es aber wirklich... Das ist auch echt, das ist der beschissenste Endgegner meines Lebens. Wirklich, also ich habe noch keinen beschisseneren Endgegner entdeckt als den hier. Der geht gar nicht.
warum? Na komm, weißt du? Komm, töte mich. Das ist echt sinnlos. Das ist jetzt echt sinnlos. Das versuchen wir nochmal. Also das war jetzt der beschissenste Start und beim beschissensten Endgegner überhaupt. Echt sorry, aber es geht nicht. So, jetzt aber. Jetzt machen wir den fertig. Ich klinge schon so optimistisch, also nicht mehr optimistisch. Dieser langsame Angriff, der bringt's einfach nicht. Also der schnelle, also der, ne? Weißt du schon, was ich meine, Angriff. Ah, warum trifft er den jetzt nicht? Ah, Gott, ey. Dennoch, die ganzen, hier gibt's einfach zu viel kleinen Damage. So, laufen. Ganzen kleinen Blitzen ausweichen, zumindest ein bisschen versuchen. So, jetzt bitte nicht irgendwo, wo. Ah, da hinten ist echt scheiße. Muss ich mal so sagen. Da hinten ist ein scheiß Zeitpunkt. Ah, Alter, ja, genau, gleich 4 Schläge hintereinander kommen. Ey, dieser Endgegner ist sie kriegt das Kotzen bei dem Endgegner, ey, ganz ehrlich. Das ist nicht wahr. Schon wieder nur ein Heilding, ey. Ich schieße hier die ganze Zeit mit diesen ganzen Blitzen rum und alles. Ich weiß nicht, wo ich da hinrollen soll, wenn da wirklich so übertrieben große Felder sind. Ich genau in dem mittleren Feld stehe. Ja, ich keine Ahnung, der wird jetzt auch wieder weiter ignoriert, ey. Das ist echt so ein scheiß Endgegner. Da kriege ich echt die Krise und habe keinen Spaß mehr an dem Spiel. Ganz ehrlich, aber den kannst vergessen, diesen Endgegner, wirklich. So dumm kann ich mich doch gar nicht anstellen, dass ich da die ganze Zeit echt nur verrecke und den nur auf die Hälfte kriege. Das ist doch der allerletzte Endgegner hier in dem Spiel. So, wir gucken jetzt weiter und suchen so ein paar Götterkräfte und ein paar goldene Äpfel. Oder wir versuchen jetzt den Feuergott da hinten. Aber wenn ich jetzt hier wieder die ganze Zeit nur sterbe, ne, dann kriege ich echt die blanke Kotzen, kriege ich dann. Echt, das ist meine Güte. Voll am Flame hier. Ich muss gleich mal ein Taschentuch haben und mir die Tränen aus den Augenwinkel wischen. Es tut alles so. Alle sind immer so gemein zu mir. Und deswegen gehe ich jetzt zu den Krähengott, oder der Rabengott, der ist mein Freund, das weiß ich. Raben sind immer die Freunde, wenn sie meinen Augensaft süffeln wollen und so. Das sind auch nicht meine Freunde, okay. Na gut, guck ich eben alleine da rein. Ich verstehe schon. Na gut. Was gibt es denn hier schön Feines? Okay, erstmal die linke Seite. Die linke Seite ist meistens immer die leichtere Seite. Das ist nämlich gut. Leichte Seiten sind immer toll. Sind hervorragend. Prokos Schmiede. Nindavei. Echten Zwerg. Und die Riesen. Die arbeiten zusammen. So, erstmal einen Überblick verschaffen. Hier gibt es nichts, denn die Karte. Von da an komme ich. Hier gibt es nichts. Da ist eine Götterkraft. Die Götterkraft ist immer gut. Ich hätte ja gern noch ein paar mehr Heil. So irgendwie 20 Heilungen oder so. Das wäre doch schon mal was. Echt? Wirklich? Okay, so leicht komme ich da nicht hin. Aber... wir haben sie schon mal gesehen. Natürlich ist die Treppe kaputt. Wäre ja auch zu einfach. Das wäre ja auch einfach zu einfach, 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 zu einfach, 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 zu einfach.
Ich vermute mal hier lang. Was sind denn das hier für Gebäude eigentlich? Und was ist das? Auf jeden Fall auf dem Hausdach. Kürbisse! Oh, Happy Halloween! Frohes Halloween! Hier geht es nicht lang, würde ich mal behaupten. Das Einzige, was wir hier finden, sind Kürbisse und... Was sind denn das? Keine Ahnung. Kieselsteine. Kürbisse und Kieselsteine. Ich weiß nicht, was man so früher gegessen hat im Norden. Vielleicht hat man da früher Kürbisse und Kieselsteine gegessen. Weiß ich ja nicht. Kommen wir nicht von da an. Ah, hier geht es hoch. Ah, ein Zwerg. Sind die mehr... Läuft aber nur weg, weil ich größer bin und eine Frau bin. Haha. Und kein Bart habe, so wie die zwergischen Frauen nun mal. Wer hat denn hier eigentlich rumrandaliert? Wo sind die Zwerge hingelaufen? Können die mir nicht eine epische Waffe schmieden? Irgendwie so ein... Ich weiß nicht, was ist eine epische Waffe? Maschinengewehr oder so? Ist ein Maschinengewehr episch? Hallo, Freund, lauf nicht weg, ich liebe dich. Jetzt ist er weg. Oh, ah. Oh, ah. Oh, 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 ah. Ein Apfel. Den Apfel muss ich haben. Den muss ich ganz dringend haben. Gibt es eine Möglichkeit, da raufzukommen? Irgendwo? Nee, nicht wirklich, ne? Da ist nicht irgendwie so eine Brücke, okay. Da ist keine Brücke. Was machen wir denn jetzt? Ich würde mal sagen, hier hochlaufen. Oh, das wäre ein Traum, wenn ich jetzt hier wieder... Oh. 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 Nein, noch nicht. Okay. Was muss ich denn hier machen? Ich bin jetzt hier. Ich muss nach da. Und ich bin hier. Wo ist er da? Hier, da, hier, da, hier, da, hier, da. Muss ich irgendwas aktivieren? Ich würde doch einfach nur... Vielleicht, wenn ich die Rune genommen habe. Alter, dass ich immer die Wörter hier vertausche. Da kam ich nicht durch. Ich muss da hoch. Ich brauche doch den goldenen Apfel. Brauche ich ganz dringend. Äpfel sind nämlich gesund. Die haben nämlich viel Vitamin Apfel. Oder was auch immer die viel Vitamine drin haben. Kann ich hier rüber? Ja. Gut. Ah, muss ich hier vielleicht was aktivieren? Und jetzt. Jetzt klappt das, glaube ich. Oh, ich glaube, ich kriege einen goldenen Apfel. Ich freue mich so. Ich krieg einen goldenen Apfel. Yippie! Schön. Leider ist der Weg dahin immer sehr langwierig. Müsste man den mit doppelter Geschwindigkeit abspielen. Da leuchtet nur ein Diamant. Ich habe das Gefühl, dass ich 4 finden muss. Kann das sein? Okay, die anderen werde ich bestimmt noch finden. Gut, ich gucke jetzt erstmal weiter. Flackert da gerade das Bild? Will da gerade irgendwas flackern sehen? Oder bin ich jetzt doof? Flackert doch. Was flackert denn hier? Wie sieht man das nicht in der Aufnahme? Ja, genau, das wusste ich, Alter. Ich habe euch nichts getan. Also so mit Pfeil. Wahaha. Guck mal hier, Zwerge, ne? Immer einzeln an, immer in Gruppen angreifen. So, platt gemacht. Ja, mit dem Speer muss ich noch ein bisschen üben. Ich bin nicht so gut in Speere werfen. Ich hab noch nie einen Speer geworfen. So. Oh, Gold, mein Gold. Meins. Nimm's mit, Mensch. Nimm's mit.
Naja gut, da wo du hingehst, gibt's kein, also brauchst du kein Gold. Ah, noch mehr Gold. Und sie ignoriert es gekonnt. Ah, sie ist so gütig.